Hello. Da sind wir wieder zurück. Also ich möchte einmal gerne gucken, ob wir die Missionen... Oh, hier, erreiche insgesamt 250 Ansehen. Boah, 250 Ansehen. Oder finde ein Mitglied des Adlerclubs. Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte aber auch gerne die Mission hier einfach mal ausgestellt haben. Das mit dem Hund müssen wir mal gucken. Der ist gar nicht hier, der ist im Hinterwald, okay. Weil ansonsten ist mir die Leiste da an der Seite so dazu geklatscht. Nur nach drei, nur nach drei. Ja, aber hör auf, die Leute dazu zu animieren. Was soll denn das? Und Zero, danke schön fürs Bannen. Das hätte ich noch jetzt auch gemacht. Na, dann hau mal die Geschenksubs raus. Nein, wenn Dave das macht, dann wird er hier gebannt. Sollte er nicht tun. Dave hat kein Geld und er soll es nicht für mich ausgeben. So. Yay, Lorin, Leute. Oh Gott, da fängt das schon an mit den Schienen. Ich sehe es doch schon. Da war ich ja so gut drinne beim letzten Mal. Sind eure Heuchtigkeit. Du hast kein Geld für Essen. Also nein. Mal. Oh, das ist ein Gegner. Oh, okay. Der kam mit der Bahn. So. Kam der Gegner einfach mit der Bahn gefahren. Zu lang gedauert. Nun, so knapp unter 1 Euro Budget am Tag ist sicherlich eine Herausforderung. Ja, richtig. Ich möchte das nicht. Ich würde mich da wirklich ganz doll schlecht fühlen. Würde ich nicht gut fühlen. Weißer Frido-Bot. Sollte Dave hier Geld in Gift-Subs werfen? Ja, frag doch einfach nochmal, siehst du? Fridolin findet das auch nicht gut. Oh Gott, da kam wieder Monster. Boah. Eieieiei. Da ist wieder so einer mit so einem langen Hals. Warum haben die Österreicher eigentlich ein Fabelwesen, was aussieht wie eine Ziege mit langem Hals? Können wir drüber sprechen? Möchten wir drüber reden? Kann Sora jemand fragen? Ich würde das wirklich gerne. Ich würde gerne den Hintergrund dazu wissen. da oben komme ich nicht durch. Hier komme ich nicht lang. Hier, das ist zu.
Soll ich die rechtlichen Saft auffüllen für Cyberpunk am letzten Tag? Computer sagt nein. Siehste? Siehste? Fridolin sagt auch nein. Don't do it. Ja, wobei, ich komme hier doch hoch, warte. Das hatten wir anders besprochen. Tja, es steht hier im Chat, du musst leider... Da musst du wohl leider auf Fridolin hören. Das geht so nicht. Frederik sagt ja. Ausgerechnet. Ja, Frederik zählt nicht. Frederik ist nicht im Stream. Ja. Oder ist eigentlich Stuff? Naja. Ach so. Da wäre es auch gar nicht weitergegangen. Cool. Direkt richtig gelaufen. Frederik ist bei mir und er steht zu mir, weil er ein Guter ist. Also, Frederik wäre... also, Fridolin wollte ja Frederik eigentlich an die Gurgel. Ja, also... Oh Gott. Also wenn es hier nur ums Kämpfen geht, dann finde ich den anderen noch nicht mal so kacke. Ich dachte, hier kommen wieder irgendwelche krassen Lorenrätsel. Au. Oh nein, raus, raus, raus. Ja, und ich habe Frederik jetzt Obdach geboten. Ja, der war ja hier auch gut aufgehoben, ja. So ist es ja nicht. Damit er endlich in Ruhe schlafen kann und nicht ständig Angst haben muss. Das muss er ja nicht. Ich habe ja auf ihm aufgepasst. Fridolin wird immer ja sagen. Er wird auch nicht zugeben, dass er der Schwächere ist. Wow. Nein, Jave, du musst auch auf Fridolin hören. Ja. Hier in den Regeln steht, hoffe ich zumindest, dass man auf die Mods hören soll. Fridolin ist auch ein vollwertiger Mod. Ein Bot-Mod sogar. Ha? Damit könnt ihr nicht dienen. Oh, scheiße. Ich hab... Habe ich irgendwas wegen Rätseln gesagt? Frage. Ich habe ja, Mann. Habe ich was mit Rätseln gesagt gehabt und, naja, gut. Ne? Oh nein. Du bleibst schön hier. Kann man das Ding nicht flippen? Vor allem, das muss ja doch noch mal hier rüber. Ich muss hier, glaube ich, erstmal durch. Sind sogar miteinander verbunden, okay.
Ich muss den gelben halt noch ändern. Funktioniert auch alles hier so nicht. So. Ja, okay. Haben wir geschafft. Hier nur wieder zurück. Dann geht's weiter mit der Lore. Kein Plan, ob der Prime überhaupt erzählt, ja? Klar. Oh oh. Nein, du hast mich doch lieb, oder? Hör auf, Dave! Hör auf, die Leute dazu zu animieren. Manu! Hier. Wenn ihr wissen wollt, was warum Dave hier so rumdingselt und so. Da. Da. Ansonsten einmal auf den Twitter-Status klicken. Da ist ein Bild mit drin im Anhang. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen. Was, wie, wo, warum und wann. Und dann, dann wisst ihr auch, warum Dave da so hinter ist. Cyberpunk ist es die Woche. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, Dave, wenn ich von vorne anfange, dann komme ich doch nicht weiter, als ich das letzte Mal war, oder? Der hat eine Krone auf. Au. Das ist ja. Ich kann neue Leute herholen. So. Und wir sind durch. Dungeon fertig. Ein sehr gutes Spiel. Kann ich was erst ansagen. Der coolste Mod von Ellie hat es auch gepinnt. Ja, gut. Eigenlob stinkt Zero. Oh nein, das war sein Thron. Der hat sich den Müllthron gebaut. Ja, nun. Da oben noch Staff? Nee, oder? Sieht nur so aus. Er hat sich einen Müllthron gebaut. Also, hätte ich Geld, dann hätte ich's Geld, ich würde Ellie ja gerne Hellblade stecken, weil es einfach ein lustiger Stream wird, Ellie und Psycho-Horror, wo Hellblade ja doch irgendwie reinfällt, vertragen sie sich ja so gut. Also, Hellblade ist für mich, glaube ich, eher nur ein Problem wegen diesem ganzen Stimmen und dem Rumgeflüster. Deswegen wird mir da immer so ein bisschen bäh bei. Dieses ganze, dieses so, oh, hier, einmal hier um die Ecke und dann hinten um die Ecke und hui. So, keine Ahnung. Dann hörst du was links, rechts, vorne, hinten, überall.
Irgendwelche Stimmen, die mit dir reden. Wir reden hier von Ellie. Für Ellie ist Minecraft schon Horrorgefühl. Ja. Minecraft ist auch gruselig, wenn da plötzlich ein Creeper neben dir steht oder ein komisches Phantom dich anfliegt, ja. So. Habit ist kein Psycho-Horror, ich habe es gespielt und es ist ein sehr cooles Action-Adventure, was eben gut aufzeigt, wie es mit psychischen Störungen ist. Ja, ich weiß nicht, ob die psychische Störung von dem Mädel aus dem Spiel sich mit meinen verträgt. Boah, also unsere rote Leiste ist schon echt krass lang, ne? Wir sollten uns mal um unsere kleine Blaue da unten kümmern ein bisschen, ne? Können wir bei dir wieder Stuff machen? Gary will den ganzen Rum für... Na, weißt du was? Das ist egal. Hast du noch mehr Elemente? Meine rote Leiste ist auch... Ja, was? Wow, anonym. Du kleiner Schlawiner. So. Das reicht immer noch nicht. Wir haben keine 13 vom dritten. Da mangelt es irgendwie. An den letzten beiden hängt es irgendwie immer so ein bisschen. Die sind auch immer gleich teuer, oder? 4, 8, 13, 7. 4, 8, 13, 7, ja. Mehr AL-Schaden. Auch nice. Was habe ich gesagt? Kino eigentlich, ne? Wir könnten aber auch mal in unserer Freundesliste hier gucken. Wer uns dann... Hier, MP-Slots, Mana-Slots. Der belgische Professor Albert. Also Albert... Vorteil auf Level 2, Gertrudes Brosche. Die Brosche, die wir ihr wiedergebracht haben? Seit eine Angriffsleiter erhöht Ausdauer zum Ausweichen. Auch nett. Ich glaube, ich weiß sogar, wer die Person ist. Aber ich bin bisher auch nur dran vorbeigerannt. Oh, Marina erhöht auch die Ausdauer zum Ausweichen. Okay. Und so Klaus sollten wir eigentlich wegen dem Entfernen von Glibber. Sam erhöht auch die MP-Slots. Travis ist mir egal. Mit Thea sollten wir uns anfreunden. Also mit Thea sollten wir uns anfreunden wegen den Schatztruhen. Den anderen, die ich noch nicht öffnen kann. Und entweder mit Sam oder mit Albert. Aber Albert war so komisch. Der da, und Sam ist halt ein Profi-Abenteurer. Promi. Was? Mit Hang zum Promi-Lifestyle, der juckt mich halt eigentlich auch nicht so wirklich. So, dann gehe ich, glaube ich, lieber zu Albert. Wo ist denn Albert? Albert! Beziehungsweise wir müssen ja sowieso erstmal zu Klaus. Gertrude, wo hängt denn Albert rum? Da unten. Dann gehen wir erst hier hin, machen den Glibber weg und dann gehen wir unten lang. So. Ja, ich weiß, um Hannah müssten wir uns eigentlich auch irgendwann mal kümmern, aber naja. Klaus, wie läuft's? Schleppend. Ich bekomme die im Rathaus kaum dazu, sich meine Vorschläge überhaupt anzuschauen. Also arbeite ich noch an anderen Projekten, während ich den Amtsschimmel zu bändigen versuche. An was denn? Zum Beispiel daran, unsere Wanderwege und Dungeons von Müll zu befreien.
Ich hätte übrigens gehofft, du würdest mir dabei helfen. Mach ich doch immer. Wenn du auf deinem Abenteuer Müll findest, dann bring ihn doch bitte hierher. Das Tourismusbüro hat ein kleines Budget für solche Sachen. Ein paar andere Abenteurer machen auch schon mit. Danny Fernandes hat mir gerade unglaubliche 50 Stück Müll gebracht. Wow, so viel Müll. Meinst du, das bekommst du auch hin? Es klingt vielleicht nicht sonderlich heldenhaft, aber sowas macht wirklich einen Unterschied. Ja, aber ich will eigentlich, dass du mein Zeug von Glibber befreist. Hier. Können wir mehrere Sachen machen? Na bitte, alles sauber. Ja, dann mach mal alles sauber, bitte. Das da auch. Dankeschön. Und ich glaube, ich habe ein bisschen Müll. Ein bisschen sehr viel Müll. Das sind schon 100 Stück, ne? Danke, das waren jetzt mindestens 50 Stück Müll. Freut mich, dass dir Hinterburg nicht egal ist. Sag mal, hast du heute Abend schon was vor? Ich würde gerne meine Pläne für die Sicherheit im Dorf mit dir besprechen. Boah, du, nee, du Klaus, leider jetzt gar nicht, du, nee, du Klaus, tut mir leid, Klaus. Klaus. Zum Beispiel unsere Arbeitswege und Dungeons vom Müll zu befreien. Als ersten Schritt hast du jetzt erstmal Hausverbot. Wieso denn ich? Man kann Müll, glaube ich, meistens. So, Hallöchen, Omi. Ja, wir müssen einmal zum Hauptplatz und ich möchte mich mit Albert anfreunden. Albert, lass uns Freunde sein. Ah, die junge Dame von letztens. Ich habe mich nie für ihre Hilfe beim Fähigkeitenschreiben bedankt. Gern geschehen. Äußerst gern geschehen. Vielleicht könnten Sie mir jetzt ihrerseits behilflich sein? Es geht um diese Fruchtklöße aus Speiseeis. Die regionale Spezialität. Ich kann mich einfach nicht erinnern, wie sie hier genannt werden. Eismarillenknödel? Ach ja, Eismarillenknödel. Ich habe gleich einen bestellt. Ich habe noch nie was davon gehört. Aber jetzt will ich auch Eismarillenknödel haben. Setzen Sie sich doch zu mir und essen Sie auch einen. Das Lokal macht bald zu. Genau. Ja, mit Albert. Mit Albert Zeit verbringen. Yes, yes. Du hast einfach so viel Müll dabei. Wenn du nicht mehr da bist, ist da direkt nur noch ein Zehntel so viel. Ja, ich habe den Müll ja auch gerade abgegeben. Was? Zwetschgenknödel kenne ich. Die sind lecker. Das heißt Pflaume. Dave, Pflaume. Zwetschgen. Pflaume. Das heißt Schwätzke. Nein, heißt es nicht. Das heißt Pflaume. Das ist ein Pflaumenkuchen auch und kein Zwetschgenkuchen. Ihr seid einfach komisch da unten. Was das ist, ist Zwetschgen. Jetzt fängt der so an. Oh Gott, Pflaumenkuchen. Das ist eine Pflaume, du Pflaume. Richtig, das wird anonym gesagt. Endlich sind wir uns mal einig. Was? Das ist auch Goi-Zwetschgenkuchen? Was? Sondern Zwetschgen-Datschi. Gottes Willen.
Ich. Also, Dachi, langes A. Gesundheit. Also, den auch. Dann hat auch gerade Gesundheit geschrieben. Oh, schön. Sie sind also eine Art Zauberer? Manchmal. Ich bin vergleichender Mythologe und untersuche das Erscheinen von Magie in der Welt. 25 Dungeons in Hinterburg. 5 Dungeons in Hastings. Die Anomalie von Venedig. Die Liste wird immer länger. Ah, okay. Auf 25 gibt's. High five, Ellie. Medien-High five. Ja, ich komme sonst nicht ran. Alles Pupsnasen hier im Chat. Nee, wir kommen nur nicht alle aus Bayern. Wenn du erst hier wohnst, junge Dame, dann gibt's Switchen Dachi. Und du wirst ihn lieben. Ich mag keinen Pflaumenkuchen. Den mochte ich damals schon nicht, außer da sind 10 Tonnen Zucker oben drauf. Und ich sag's Ihnen, diese Eismarillenknödel zählen definitiv zu den Vorteilen meines Berufs. Was haben Sie herausgefunden? Warum ist die Magie gerade in Hinterburg erschienen? Ah, die Ungeduld der Jugend. Hätte ich Antworten, wäre ich schon längst zurück in Brüssel und würde meinen Studierenden präsentieren. Aber sagen Sie, ist Ihnen an den Monstern in der Gegend etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Die tragen alle Masken, keine Ahnung. Und Stroh haben wir im Chat, also. Sie sind ganz ekelhaft klebrig. Nun... zu dem Kontext, den wir gerade vielleicht hier hatten mit den Masken und dem Stroh, vielleicht nicht ganz so gut, dass die klebrig sind. Ellie isst gerne Zucker mit Pflaumenkuchen. Quasi. Und der langen roten Leiste, stimmt. Sie ähneln Wesen aus unserer Mythologie, ja. Sie erzittern im Angesicht meines Schwerts. Mhm. Ich nehme das schon in der Mitte. Damit wir uns hier nicht noch weiter reinreiten. Sie ähneln Wesen aus unserer Mythologie. Sehr gut. Wir nähern uns dem Kern der Sache. Wissen Sie, Sie imitieren Wesen aus Ihrer Mythologie. Der Unterschied ist wichtig. Sie kämpfen nicht gegen eine Percht, sondern gegen ein Wesen, das sich als Percht ausgibt. Wenn die Monster in Hinterburg also die Mythologie dieser Region imitieren, liegt es da nicht nahe, dass irgendetwas an ihrer Sagenwelt die Magie anzieht? Denken wir einmal über diesen Knödel nach. Ja, ich denke gerne an Knödel. Zwetschgen kenne ich aber auch und nicht erst, seit ich in Franken wohne. Ich kannte, also Zwetschgen als Wort kannte ich auch, aber ich wusste nie, was es ist, bis mir jemand mal erzählt hat, ja, das sind auch einfach nur Pflaumen. Und ich so, ja, Pflaumen sagen wir was. Pflaumen weiß ich, wie die aussehen und wie die schmecken. Aber Zwetschgen, also von Zwetschgen kannte ich halt nur das Wort, aber ich hatte kein Bild dazu, was es sein soll. Deswegen. Ich kenne Sweatshirt. Ich fast anonym. Fast. Er schmeckt echt gut. Ich denke nach. Gründlich. Aber was hat das mit Mythologie zu tun? Geduld, junge Dame. Das kommen wir noch. Die Grundzutaten für Knödel sind nämlich in allen Kulturen gleich. Man nimmt etwas mit viel Stärke und Kohlenhydraten, meistens Mehl oder aber auch eine Kartoffel.
Man mischt sie mit Fett und einer Flüssigkeit. Etwas Wasser, Öl, Butter und von mir aus sogar Milch. Vielleicht mischt man den Teig ein Triebmittel bei. Vielleicht wird diese Funktion von anderen Zutaten übernommen. Wer mag, ersetzt das Salz mit Zucker. Dann füllt man die Masse und kocht, dämpft oder brät die kleinen Dinger nach Belieben. Worauf wollen sie hinaus? Darauf, meine Liebe, dass die allermeisten Kulturen die Knödel in der einen oder anderen Form erfunden haben. Doch jede verändert das Grundrezept ein kleines bisschen, was zu einzigartigen Ergebnissen führt. Ein Genuss, der manchmal sogar magisch ist. Ist wie bei der Mythologie, finden Sie nicht? Sie meinen, eine bestimmte Zutat unserer Mythologie hat die Magie nach Hinterburg gelockt? Was ist diese Zutat? Tja, das muss ich noch herausfinden. Aber jetzt sollten wir uns erst einmal unseren Eismarillenknödel zuwenden, bevor sie selbst zu klebrigen Pfützen werden. Ich schließe die Augen und stelle mir vor, Magie zu wirken. Das fremdartige Kribbeln von meinen Händen bis zur Wirbelsäule fühlt sich schon viel weniger fremd an. Nice, mein MP-Slot hat sich erhöht. Dankeschön, Albert. Semmelknödel, Kartoffelknödel. Semmelknödel sind die mit diesen anderen Stuff drin. Mit diesen Kuchenkrümeln halt. Brötchenkrümel halt. Ich schmecke da übrigens keinen Unterschied. Kannst mir Semmelknödel hinstellen? Kannst mir Kartoffelknödel hinstellen? Ich will keinen Unterschied merken. Schmeckt für mich beides gleich. Ich glaube, Kartoffelknödel sind nur ein bisschen klebriger. Ich glaube, das ist von der Konsistenz her sind die, glaube ich, einfach nur ein bisschen klebriger als die anderen. Aber ich merke da keinen Unterschied. Semmelknödel sind aus alten, trockenen Semmeln. Ja, alte, getrocknete Brötchen. Weiß. Das benutzt man auch zum Panieren. Oder nicht? Was? Kein Unterschied? Deine Geschmacksknospen sind tot. Verbrannt, verkümmert. Das hat es nie gegeben. Hallo? Oder verwechsel ich die jetzt, die ich im Kopf habe? Muss ich Semmelknödel googeln? Semmelknödel. Habe ich einfach. Nee. Die sehen auch aus wie Kartoffelknödel. Nur eben mit Brotstücken dazwischen. Nee, also keine Ahnung. Nee, ich habe schon die richtigen im Kopf gehabt. Nee, da merke ich da keinen Unterschied. Ja, ich schmecke auch mit Schokopudding und Vanillepudding. Auch kein Unterschied. Ich meine, what? Hä? Die sehen sich null ähnlich. Hä? Die sehen sich total ähnlich. Ein Semmelknödel ist doch auch nur einfach ein Kartoffelknödel mit Brot dazwischen. Hä? Frische Kartoffelknödel sind die besten. Da kommt Semmelknödel und wenn dann Kartoffelknödel ein bisschen stehen, trocknen die und werden so puderig. Das ist doof. Kartoffelknödel müssen frisch sein und fast flüssig, ja. Kartoffelknödel sind eher wie Gelee, ja, richtig. Und so leicht klebrig. Genau, die sind so klebrig. Und genau, und diese Semmelknödel sind trockener. Ja, genau, das habe ich ja gesagt gehabt. So der einzige Unterschied ist halt einfach nur, dass im Semmelknödel halt eben diese Brotstücken drin sind. Brötchenstücke von trockenes Brot halt. Und
dass sie halt eben dementsprechend nicht ganz so klebrig und trocken einfach nur sind. Also, nee, ja, da bin ich eher Kartoffelknödelmensch, glaube ich. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, ich glaube, dann nehme ich einen Kartoffelknödel. Die sind beide rund, das ist auch schon alles, hä? Nee, Semmelknödel sagen sich viel besser mit Soße. Okay, ich mag keine Soße. Vielleicht ist das das Problem. Mein Papa ist so jemand, der überschwemmt gefühlt den halben Teller einfach nur mit Soße. Aber ich halt nicht. Bei mir kannst du ganz bisschen drauf machen. Und dann quetsche ich es meistens mit Kartoffeln zusammen oder sowas, damit es einfach weg ist. Das war Semmelknödel, sind der bessere Träger, aber Kartoffelknödel Knödel sind in sich besser. Ich finde auch Kartoffelknödel, glaube ich, besser. Mag keine Soße, ja gut. Das mit dem Zusammenhang von Zehn hat sich damit erledigt. Hallo? Ich bin nach Schwaben, da wird alles ertränkt. Ja, wie bei deinem Vater. Ja, mein Papa ertrinkt auch den ganzen Teller gefüllt mit Soße. Ja. Ja. Mehr für dich, richtig. So. Mein Ansehen ist ja schon bei 90. Boah, na dann. Entspannung ist auch volle Möhre hoch. Unsere Unterhaltung ist immer noch so weit unten. Wir sollten immer noch unbedingt ins Kino gehen. Ich glaube, wir gucken heute ein bisschen Fernsehen. Und machen morgen einen entspannten. Eine Talkshow. Es scheint um seltsame Hobbys zu gehen. Und das ist der längste Schal, den ich je gestrickt habe. Schal, klar. Hm. Er ist aus dem feinsten Mohair und mehr als 10 Meter lang. Wie spannend. Kommen wir nun zu unserem nächsten Gast. Heinrich ist fasziniert von Insekten und züchtet seit 5 Jahren Motten. Vielleicht hat er uns heute sogar welche mitgebracht. Willkommen, Heinrich. Uff, ich kann meine Augen kaum noch offen halten. Alles eine Frage des Framings, Ellie. Du musst einfach sowas sagen wie, ja, ich mag Soße zwar, aber du liebst diese, wo da lasse ich dir lieber mehr übrig. Achso, ja. Und die Motten fressen die Schale auf, ich sehe es kommt untrue. Oh Gott, Julian. Mit seiner komischen Gucci-Weste oder was das da ist. Hi, hab heute Morgen echt viel um die Ohren, aber ich wollte kurz Hallo sagen. Erinnerst du dich an die Baustelle im Hinterwald? Wir sind jetzt endlich fertig. Meine Leute haben dort eine Zipline gebaut, mit der man über die Schlucht kommt. Mega, oder? Danke. Na gut, frohes Abenteuer noch. Geh mal mit deinem Gucci-Jäckchen wieder weg. Tja, wo gehe ich denn hin? Mein Angriffslevel ist aber immer noch 3. Ah, es ist actually nicht gut, wenn wir nur noch 4er-Dinger haben.
Was? So nach dem Motto, das ist Hans-Peter, damals 1950, hat er mit seiner Frau Hilda diesen Baum gepflanzt. Hilda weilt nicht mal unter uns, aber dieser Baum erinnert immer noch an sie. Und nun zu unserem nächsten Gast, Kai, der verrückte Kettensägenmann, quasi. Der denkt sich so, oh, alter Baum. Und so einen alten Baum habe ich noch nie gefällt. Und durch. Können ja mal gucken. Muss wohin. Hier geht's halt auch immer noch nicht lang, ne? Hier müsste ja eigentlich irgendwo Doggo sein. Ich muss aber sagen, Kai schon sympathisch. Wow. Oder wir machen halt hier nur einen entspannten. Toll. Komm her, du dumme Hexe. Immerhin gibt die mir Stuff. Bewucherte Höhle ist da hinten. Ja, hier kommt man jetzt nicht so rüber. Wir könnten eigentlich mal in unsere Ausrüstung schauen. Ob wir da was Besseres haben. Das hier theoretisch, ne? Bei dem ist der magische Angriff mehr. Aber dafür der andere weniger. Das ist eigentlich nur ein Tausch, ne? Da drei runter, da drei rauf. Ja, weiß ich nicht. Ich lasse das erstmal so. Die ist auf jeden Fall besser. Du bist auch besser. Die Leggings ist auch besser. Perfekt. Ich würde eigentlich gerne gucken, wo Hundi ist. Oh ne. Können mir egal sein. Hier auf jeden Fall nicht. Könnt mir ja zumindest schon mal den Weg zeigen zum anderen Dungeon. Hinten steht halt auch immer noch so eine random Person. Hier wird auch wieder gekämpft. Da oben waren wir ja schon. Wir sind nur da unten mal nicht lang gegangen. Wegen den Monstern, glaube ich. Dann gehen wir doch da lang. Der hat eine Kettensäge und hat sie nicht mehr. Alle beisammen. In den kann ich mich reinversetzen. Hab keine Kettensäge. Ich will aber eine. Auch gut. Wobei, uralter Baum, doch hier sind wir doch auch mal lang gegangen, oder? Oh nein, raus.
haben ja unsere Ausrüstung verbessert. Ob jetzt auch unser Level sich dadurch angepasst hat? Hatten wir mit dir schon mal geredet? Unglaublich, diese Windfähigkeit fühlt sich völlig anders an als die Magie, die ich am Doberkugel gewirkt habe. Ja doch, mit dir haben wir hier schon geredet. Uralter Baum, doch hier sind wir lang gegangen. Ha. Es geht hier noch hoch. Und hier unten geht's auch noch lang. Dann gehe ich doch mal. Ach so, das ist das mit der Höhle hier. Ah, mit dem Dungeon. Und Huni wollte uns helfen mit einem unterirdischen Gang oder so. Einem unterirdischen Dungeon. Hilft der den denn erst frei? Aber ich sehe Huni hier nicht. Theorie Strohpuppe, die Fallen auswirft. Zur Windmühle sind wir. Dann gehen wir hier zum südlichen Wald mal. Vergiftet sein. Den Schnellreisepunkt haben wir. Hier können wir auch chillen. Da oben wird wieder gekämpft. Was ist hier da oben lang anscheinend? Windprotz-Baumkrone. Ja, mit denen sollte ich mich dann nicht anlegen, wenn das für 8 ist. Waldlabyrinth. Und mir der Doggo im Waldlabyrinth vielleicht hilft? Was? Ich bin ein Magier. Sieh zu, wie ich aus diesem uralten Baum ratzfatz ein nagelneues Lagerfeuer mache. Wow. Also gibt's gerade keinen Weg rauf. Tja. Ach so. Will ich mich mit euch prügeln? Ich sehe aber Hundi nicht. Schreit, wenn ihr Doggo seht. Was? Oh, hast du schon Fridolin mit Himbeermütze gesehen? Nee. Da ist Doggo. Ich hab Doggo gefunden. Chatty braucht nicht mehr schreien. Ich hab Doggo gefunden.
Hey, Captain Streusel. Gar nicht mehr so scheu, hm? Wuff. Okay. Okay, die Pilzinsel. Au! Wir gucken. Wuff. Tschüss, Captain Streusel. Okay, der hat mir den Fünfer-Dungeon aufgebuddelt. Und es ist Zeit für eine Pause. Kehre zum Hinterwald zurück, betritt den Dungeon hinter dem Abgrund. Das müsste der mit der Zipline sein, ne? Guck, Disco. Mach ich gleich. Waldlabyrinth. Oh, hier ist Achtung, Achtung. Achtung, Achtung, Schilder wieder. Hm. Der mit der Zipline ist hier drüben. Dann. Ja, komm, dann gehen wir zumindest da schon mal rüber. Denn da hinten ist noch eine Kiste, die hätte ich gerne. Warte mal. Oh nein, lass mich raten, ich komme hier nicht hin. Warte. Mich einmal mitnehmen. Und so. Dann komme ich auch hin. Und wieder rüber. Okay. Dann sind wir hier schon mal zumindest vor dem nächsten Dungeon. Ich würde hier speichern und euch weiterschicken. Theoretisch. Ich guck gleich mal, wo ich euch ablade. Aber dieses Spiel macht verdammt viel Spaß und wir werden das auf jeden Fall spätestens nächste Woche weiterspielen. Ich denke, am Sonntag spielen wir wieder Star Wars und morgen muss ich halt mal gucken, ob ich online komme oder nicht. Und falls ich morgen online komme, dann ja, entweder Star Wars oder Dungeons of Hinterburg auf jeden Fall. Eins von beiden.